jetzt ist der Moment. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, im Moment habe ich auch keine Posten, weil ich gar nicht zum Bett raus durfte. Gar keine Möglichkeit gehabt. Aber nachdem ich angefangen habe, ein bisschen aufzudürfen, habe ich dann gesagt, ja, dann habe ich entschlossen, weil an diesen schönen alten Brüchen, ja, ich alten Nummer in der ist ja in Rorgam 14. Aus der Perspektive von der Jungen, sind ich gereist. Ich habe heute so ein paar Also eben die Frage ist, was ist aus der heutigen Sicht am wertvollsten? Und das ist sicher, wenn ich es so anschaue, ein bisschen von weiter weg, ist es sicher das, dass die bauliche Struktur, also dass die Gefäße der beiden Räume doch erhalten geblieben sind, dass sie mit der nötigen Sorgfalt unterhalten worden sind und dass vor allem auch der künstlerische Gestaltung ist respektiert worden in dieser Zeit. Also ich denke vor allem an die Arbeiten von Gianfredo Camesi in der katholischen Kirche und an Rolf Iseli in der reformierten Kirche. Das sind eigentlich Arbeiten, die mit dem Raum zusammen entstanden sind. Die Räume sind ohne diese Beiträge gar nicht denkbar. Und ich finde das sehr wertvoll, dass man das würdigt und respektiert, dass das erhalten können werden. Und trotzdem, das finde ich jetzt der zweite Gedanke, finde ich es aber sehr wertvoll, dass beide Räume den sich ändernden Bedürfnis sicher können anpassen, dass man also kann etwas machen damit. Man kann auch, ich sage es jetzt mal absichtlich, fliegende Kunst reinbringen und wieder wegnehmen. Und mich auch, was vor allem sehr eindrücklich ist, war, dass jedermann mich also den gemeinsamen Raum sehr schön nutzen für Veranstaltungen kultureller Art. Das ist etwas, was mich speziell jetzt freut und was ich hoffe, dass es auch weiterhin respektiert werden kann. Das kritische Alter von jedem Bauwerk dieser Art sind 50 Jahre. Also wenn sie die 50 Jahre überleben, dann zählt es als Baudenkmal und dann ist die Erhaltung sichergestellt. Das wäre es eigentlich. Ja, für mich ist in Erinnerung die ganze Bauzeit vom Kirchenzentrum doch vor allem das. Ich konnte zuerst können in der Kommission mitwirken, bis mich nachher auf meine Bewerbung hier die beiden Kirchengemeinden als bauleitender Architekt genommen habe. Ich durfte erleben eine ungeheuer schöne Zusammenarbeit. Im Rückblick weiss ich, dass mir der Bau doch viel Herzblut gekostet hat. Das hat mir einen Haufen Substanz auch geschäftlich praktisch fast weggenommen, hat mich fast aufgefressen. Das darf ich also ruhig im Rückblick sagen. Ich stehe heute noch voll und ganz zu alles, was wir dort gemacht haben. Ich habe schöne Freundschaften erlebt. Ich denke nur an eine über Konfession hinweg mit dem verstorbenen Pfarrer Bayer, wo wir eine Freundschaft hatten bis zu seinem Tod, die ich nicht mehr missen. Überhaupt hat es einen Haufen Eindrücke aus dem Ganzen, mit dieser Arbeit auch, wie sich die Frauen eingesetzt haben. Ich weiss noch, als ich einmal bei einer Führung mit den Thuner Altersnachmittag, die gekommen sind, ihnen erzählt habe, als wir in der reformierten Kirche eine glismete Orgel haben. Das hat dann auch schon einen Eindruck gemacht. Wir wissen ja alle, was die Orgel gekostet hat. Und diesen Zusammenhalt zu wählen, den möchte ich einfach der Gemeinde, reformiert und katholisch, noch heute weiter geben können,
als das sich erhaltet. Danke. Meine Hauptaufgabe war als Präsident der reformierten Kirchengemeinde Solothurn, zu schauen, dass das Bauwerk kann stehen kann. Mein Hauptgewicht ist also eher gelegen am Anfang, denn es war nicht ganz selbstverständlich, dass man die Kirche so bauen konnte. In der Bevölkerung von Längendorf hat man ja eher an der grüneren gehangen. Dort hat die Kirchengemeinde Bauland gehabt. Und dann hat es eine ziemlich grosse und langjährige Entwicklung gebraucht, bis man von dem oben runtergekommen ist. Es ist dann gedacht, eher an eine kleine Kirche, so ein bisschen im in einem konventionellen Stil. Und dann ist die Planung von Längendorf, wo dann nachher das Zentrum geschaffen hat. Und dann ist eine grosse Initiative gekommen von der Bürgergemeinde Längendorf und von den Katholiken. Und dann hat man sich dann so gefunden. Und dann hat man können die Kirche zuerst mal planen mit einem langen Wettbewerb. Und dann war das Wichtigste, gewesen, den Baubeschluss durchzubringen bei den beiden Kirchengemeinden. Und dort, wenn es dann so weit war, konnte man dann anfangen bauen. Und dort sind eben die Techniker und Bauleute und sind dann dort dran gekommen. Ich bin dann nachher in der Kommission Beratungsmitglied gewesen und habe immer wieder geschaut, dass Troubleshooter, wenn irgendetwas so war, dass ich immer wieder ausgleichen konnte. Das wär's. Es ist klar, dass man der Bevölkerung von Längendorf und Oberdorf, die hier grosse Lasten auf sich genommen haben, dass man denen recht herzlich muss danken muss, dass sie so mitgewirkt haben. Danke. Was mich damals als junger Bursch besonders beeindruckt hat, war die Willensbereitschaft zu einer Zusammenarbeit zwischen den Katholiken und den Reformierten. Das hat mich zu der damaligen Zeit ganz besonders erstaunt. Heute wäre das vielleicht weniger erstaunlich, aber damals haben wir wirklich andere Zeiten gehabt. Und dann als Zweites, das ausgelöst durch die neue Ortsplanung von der Einwohnergemeinde Langendorf, der Gedanke von einem baulichen Zusammenschluss immer mehr gereift hat und eigentlich in der ganz kurzen Zeit man eine Lösung gefunden hat, dass man auf ein und demselben Bauplatz zwei Kirchen mit einem gemeinsamen Turm könnte realisieren. Und dann als Drittes, was mich ganz speziell beeindruckt hat, war, dass es möglich war, eine paritätische Baukommission ins Leben zu rufen, beschlossen von beiden Kirchgemeinden, eine Baukommission, die ausgestattet worden ist mit sämtlichen denkbaren Kompetenzen. Dass die Kommission hat können Arbeiten vergeben in Millionenhöhe, ohne müssen die obere Behördeninstanz zu begrüssen, das war für meine damaligen Begriff schlicht sensationell gewesen. Das möchte ich heute im Nachhinein speziell hervorheben. Also die Reminiszenzen und die Rückblicke, die wären ja nicht vollständig, wenn man nicht zwei Personen speziell noch würde hervorheben. Dank denen eigentlich die Bauten eigentlich erst recht möglich geworden sind. Und das ist erstens einmal der Max Widmer, der verstorben ist, vom Restaurant Kutz. Er vor allem hat dazu beigetragen, dass der Landabtausch möglich geworden ist zwischen der reformierten Kirchgemeinde und der neuen Bauherrschaft. Und zweitens der Herr Max Karli von Zuchwil, dem seine Frau ehemalige Längendörfer Bürgerin war. Oder ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Dank diesen zwei Familien ist es eigentlich möglich gewesen, den Bau, wie er heute hier steht, überhaupt zu zerstören. Und das muss man speziell hervorheben. Ja, ich hatte die Ehre, die Paritätische Baukommission zu präsidieren. Das war für mich eine sehr interessante und äußerst dankbare Aufgabe gewesen. Interessant und vor allem nicht immer leicht, aber die Zusammenarbeit in der Baukommission war äußerst gut gewesen. Ich hatte eigentlich dort quasi eine Doppelfunktion gehabt, indem ich als Präsident der Baukommission die Bauherrschaft musste vertreten. Und andererseits hatte ich die Ehre, das Bauwerk noch gleichzeitig als Unternehmer zu erstellen. Ich war auch noch Bauleiter von der Unternehmung. Aber die
Doppelfunktion ist mir eigentlich sehr leicht gefallen, weil auf meiner Seite ein örtlicher Bauleiter war, der sehr genau gewusst hat, was er will. Das war der Werner Ledermann. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Und ich möchte eigentlich die ganze Sache nicht missen. Ich erinnere mich noch erinnern an die grosse Beteiligung der Bevölkerung bei der Einweihung. Auch an die grosse Beteiligung in den Gottesdiensten in der nachherigen Zeit. Und als einer, der noch ziemlich ein regelmäßiger Kirchgänger ist, wünschte ich eigentlich, dass die Zeiten von diesem guten Gottesdienstbesuch wieder ein bisschen zurückkommen. Das ist etwas, was man vielleicht zur Zeit ein bisschen muss missen. Und das ist eigentlich zu bedauern und vielleicht ein Ausdruck von der Zeit, dass vielen zu gut geht. Für mich war es ganz unerhört schön, dass ich gewählt worden bin in die Paritätische Baukommission. Es war ja nicht selbstverständlich als Frau, dass man so an einen Ort hinkam. Und dann bin ich doch so gut aufgenommen worden. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, wie überall. Aber nachher war das wunderbar. Freundlich aufgenommen worden und sie Freundschaften geblieben. Und das ganz Eindrücklichste ist für mich der gemeinsame Turm. Und das erste Läuten mit dem Werner Ledermann, wo wir noch von Hand gemacht haben, das war der schönste Klang gewesen, von ich je gehört habe. Und ich möchte das eben auch nicht missen. Und ich habe mich heute gefreut, dass wir hier zusammengekommen sind. Die noch da sind. Und ich möchte auch die Freundschaft mit dem Pfarrer Beyer, das war so bereichernd, das möchte ich auch noch erwähnen.